herzlich willkommen. Ich werde euch jetzt ein kleines Cube-Tutorial zeigen. Und wir starten auch schon mit dem ersten Schritt. So sieht es im Inneren eines Würfels aus, seht ihr? Das ist ein Gerüst. Und hier dran könnt ihr schon sehen, das sind diese Mittelsteine und die definieren die Farbe. Die sind einfach fix zueinander. Das ist wie Norden und Süden ist das. Sehr wichtig, die gelbe Seite und hier die weiße Seite gegenüber. So, aber fangen wir an mit dem weißen Kreuz. Das sind die ersten Schritte und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, das hier ist ein Übungscube. Haben wir alles Überflüssige mal weggemacht. Und jetzt drehen wir den nicht einfach runter zu weiß, weil dann stimmt es ja nicht hier. Den habe ich bei Blau runtergebracht und damit habe ich den Blauen schon kaputt gemacht. Ich muss den erst zur Orangenseite transportieren. Und das kann ich machen, weil mit dieser Transportebene mache ich unten nichts kaputt. Das bleibt alles heil. Da kann ich ihn dann runterdrehen zu Weiß. So, das waren ja jetzt die Fälle, wo die ganzen Steine hier oben in der Transportebene schon waren. Aber manchmal kommt es halt auch vor, dass diese Steine, die wir brauchen, nicht oben in der Transportebene sind, sondern irgendwo hier unten zum Beispiel verstecken. Aber das ist kein Problem für uns, weil wir bringen die einfach hoch in die Transportebene. Nur müssen wir dabei auf etwas achten. Wenn ich den hier jetzt hochbringe, dann mache ich hier das grün-weiße Ding kaputt vom Kreuz. Das muss ich nachher wieder reparieren. Bring den roten Stein hoch in die Transportebene, drehe den da weg in Sicherheit und dann repariere ich den. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den in die Transportebene bringen kann. Einmal so, dass Weiß oben landet, oder aber so. Und den Fall wollen wir nicht. Wir wollen den Fall, wo Weiß oben landet. Und jetzt ist unser Stein hier oben in der Transportebene und wir machen es, wie wir vorhin auch gemacht haben. Wir transportieren ihn mittels dieser Kranebene zur richtigen Seite, zu Rot und dort dann runter. Hier ist nämlich Weiß jetzt nicht oben. Seht ihr? Wenn ich den runter mache, dann ist es falsch gekippt. Bei diesen Steinen machen wir Folgendes. Also wir bringen die auch erstmal zur richtigen Seite, zu Orange. Und dann drehen wir die nicht ganz runter, sondern nur in die mittlere Etage. Und jetzt erkennt ihr vielleicht die Situation wieder. Das mit dem Umweg. Wir bringen den hoch in die Transportebene, sodass Weiß oben ist. Nicht, dass Orange oben ist, sondern dass Weiß oben ist. In Sicherheit bringen, reparieren und jetzt ist Weiß oben und wir können den normalen Weg einschlagen, ins Orange bringen und runterdrehen. So, kommen wir nun zu den Ecken. Wir haben vier Ecken, die gemacht werden müssen. Hier muss der Eckstein rein mit den Farben Weiß, Blau und Rot. Den muss ich jetzt erstmal suchen. Ah, der ist hier oben, da ist er, Blau, Weiß, Rot. Den bringe ich erstmal an die richtige Position. Der ist hier falsch, der ist hier zwischen Blau und Orange, der soll aber zwischen Blau und Rot. Also mit der Kranebene schiebe ich den hier zwischen Blau und Rot. Hier stimmt es auch. Mit der linken Hand hält man so fest, dass man diese beiden bewegen kann. So. Also mit der rechten Hand Hamburgergriff. Ihr seht, die weiße Fläche scheint wie ein Licht in meine Handfläche rein. Und jetzt mache ich drei Züge. 1, 2, 3. So, das war die erste Ecke. Machen wir direkt mal mit der nächsten weiter. Ich sehe hier schon eine mit Weiß dabei. Und jetzt kommt wieder der Move. 1, zu mir ziehen und wieder runter. Also hoch, zu mir ziehen, wieder runter. Das Move, den kann man auch ziemlich schnell ausführen. Das ist einfach nur, bevor er ganz oben ist, triggert ihr mit dem Zeigefinger und bevor er ganz da ist, geht ihr schon wieder runter. Das muss man so ein paar Mal üben, dann kann man den auch schnell ausführen. Das wird euch immer wieder begegnen, dieser Hamburgergriff. Aber jetzt aufpassen, der ist nicht so wie die drei davor. Vorher war die weiße Fläche immer hier rechts. Ich muss diesen Move tatsächlich spiegelverkehrt mit links machen. Das heißt, mit meiner linken Hand fasse ich ihn so an wie ein Hamburger. Mein linker Zeigefinger kommt auf diese Ecke. Und ihr seht, das weiße Licht scheint in meine linke Handfläche rein. Und ich mache spiegelverkehrt, wie vorhin mit der rechten Hand, mache ich hoch. Ziehe diese Ecke, Moment, mach hoch, ziehe die Ecke zu mir und wieder runter. Also nochmal, hoch, zu mir ziehen, runter. Und ihr seht, die Ecke ist richtig reingesetzt.
Es gibt noch einen Sonderfall, den ihr weder mit rechts und links machen könnt. Und das ist, wenn Weiß halt nicht hier ist, sondern nach oben scheint. Was machen wir denn dann? Also, wenn Weiß oben ist, dann bringen wir ihn einfach auf die Ecke. Wir kippen den. Das machen wir durch diese Bewegung. Seht ihr? Weiß ist oben, aber wir kippen den Weißen, bringen den in Sicherheit nach dahin oder nach dahin. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn Weiß oben ist, weil ich kann den so hier kippen, aber wenn ich den hier in den Sicherheit bringe, dann wird er mit runtergerissen. Das wollen wir ja nicht. Und dann reparieren wir wieder. Und jetzt, seht ihr, Weiß ist nicht mehr oben, Weiß ist auf der Seite. Ich bringe ihn wieder zwischen Grün und Rot. Ja. Und jetzt kann ich wieder Hamburger Griff ansetzen. Weiß scheint in meine Hand rein. Also ich muss mit rechts machen, weil Weiß rechts ist. Und eins zu mir ziehen, wieder runter. So funktionieren die Ecken. Und jetzt könnt ihr tatsächlich schon ein Drittel vom Cube lösen. Ich habe diesen Stein, den ich jetzt in diesen Slot bringen will, erstmal zu Blau gebracht. So, hier ist das Ziel. Der Stein soll dahin. Das heißt, ich bewege den Stein erstmal weg vom Ziel. Das Ziel hoch, zurück, zurück. Jetzt habe ich das Auto. Auto fährt einen vor. Ich drehe den so, dass ich auf die Seite gucken kann. Kofferraum hoch und seht schon an dem Weißen, rückwärts einparken. Da ist er drin. Jetzt aber aufgepasst, das Ziel ist nicht wie bei den beiden vorhin hier rechts. Das Ziel ist jetzt hier links. Und das bedeutet, ich muss den Move spiegelverkehrt machen. Weg vom Ziel, Ziel hoch, zurück, zurück. Da habe ich jetzt das Auto. Es fährt jetzt nach links weg. Also Auto fährt einen vor und Kofferraum hoch und rückwärts einparken. Seht ihr? Also nach links funktioniert es genauso. Das ist der Sonderfall. Der, den man einlochen will, der ist schon hier unten drin. Und den muss man rausbekommen. In dem Fall tut man einfach so, als würde man so einen hier einfach reinsetzen. Dadurch tauschen die Position. Tada! Und so macht man die ersten beiden unteren Etagen. Ja, zwei Drittel des Würfels. Wir müssen jetzt ein gelbes Kreuz machen und das machen wir am besten mit dem Balken-Move. Das ist ein Move, mit dem ihr gelbes Kreuz machen könnt. Hier ist der Balken. Wir fangen so parallel zum Balken an und zwar mit Front. Jetzt kommt Hamburger. 1, 2, 3. Hier. Und zack, zurück. Seht ihr? So, die Sache ist die. Wir können damit gelbes Kreuz machen. Und zwar haben wir verschiedene Fälle. Wenn hier kein Balken ist, sondern hier so eine Ecke, das ist wie so eine Ecke, dann haltet ihr die so, dass die nach links und von euch weg zeigt und macht diesen Balken-Move. Und nachdem ihr diesen Balken-Move gemacht habt, kommt ein Balken. Und dann macht ihr diesen Balken-Move. Und dann habt ihr das Kreuz. Also seht ihr, es switcht so durch. Kreuz, Ecke, Balken. Und dann wieder Kreuz. Ne? So, also ihr habt das gelbe Kreuz gemacht. Und jetzt geht es darum, alles gelb zu machen. Und das macht ihr mit dem Fisch-Move. Und es geht auch mit Hamburger los. 1, 2, 3, das war der Hamburger. Da habt ihr jetzt den hier rausgeholt. Und jetzt geht es einen weiter, hier hoch. Und dann 1, 2 weiter und wieder runter. Hier, wenn ihr so einen Fisch habt, dann müsst ihr das folgendermaßen machen. Wenn der Fisch euch anguckt, seht ihr, es gibt hier ein gelbes Plättchen. Es ist entweder rechts oder entweder links. Wenn es rechts ist, dann müsst ihr den Fisch-Move mit rechts machen. Hamburger, 1, 2, 3. Ein weiter, hoch, zwei weiter, runter. Tada, gelb. Kann natürlich auch sein, dass der Fisch andersrum ist. Hier seht ihr, jetzt ist das gelbe Plättchen auf der linken Seite. Dann müsst ihr den Fisch mit links machen. Hamburger, ein weiter, hoch, zwei weiter und wieder runter. Tada, alles gelb. Seht ihr? Hier sind alle fünf Fälle, die wir haben. Wenn wir jetzt mal gucken, dieser Fall ist jetzt der hier. Und zwar muss ich ihn so halten. Ich habe diese Stiche hier sind die gelben Plättchen. Ne? Hier ist das gelbe Plättchen und da rechts an der Seite, da das gelbe Plättchen. Und ich habe die jetzt mal hier so aufgemalt, dass man von hier aus gucken muss und den Würfel auch so hält. Und wenn man diese fünf Konstellationen immer so hält, wie hier aufgezeichnet, und den Fischmove mit rechts macht, dann kommt Fischmove bei raus. Ja, und so ist das mit jedem dieser fünf Moves. Vielleicht macht ihr euch hiervon mal
ein Screenshot oder ein Handyfoto oder was auch immer, dann wisst ihr immer, wie ihr diese 5 Bilder halten müsst, damit ihr mit dem Fischmove einen Fisch kriegt, der dann eure gesamte obere Seite gelb macht. Das Ende ist in greifbarer Nähe. Ihr braucht noch 2 Moves, dann könnt ihr ihn komplett lösen. Yeah! So, erster Move von dem letzten Ding hier. Pass auf. Wir machen runter, die Transportebene nach links. Runter, rechts. Runter, rechts. Runter, links. Das war links, rechts, rechts, links. Und am Schluss kommt der Hamburger Move. Zeigefinger hier drauf und 1 zu mir ziehen und runter. Und dann noch ein weiter runter, dann hat man den Move gemacht. Und jetzt seht ihr, die Dinger sind zirkuliert. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann kommt der Grüne dahin, wo er hin soll, der Rote kommt dahin und der Orange kommt dahin. Hier sind zum Beispiel 2 richtig. Und wenn ihr jetzt irgendwie zirkulieren würdet, dann wird es nicht hinkommen. Dreht die obere Ebene so, dass das einer richtig ist und der Rest falsch. Und dann macht diesen Move. Und ihr habt die Mittelsteine richtig positioniert. Und jetzt kommt endlich der letzte Move. Und der geht, da geht es um die Ecken. Der Move geht so los. Hoch, nach außen, hoch. Dann habt ihr hier so einen weißen bzw. Schwarzen Strich. Aus diesem Strich macht ihr mit dieser unteren Drehung, 2/4-Drehung, ein L. Und jetzt duckt sich das L, ihr zieht die gelben hier rein und das L kommt wieder hoch. Ist fast fertig. Jetzt kommen nur noch 2 Züge, nämlich hier unten das L wieder zum Strich machen und den Strich so holen. Das war der Move. Was hat der gemacht? Er hat die Ecken zirkulieren lassen. Ja. Und wenn ihr eine Ecke richtig habt, dann haltet ihr die, ja, wenn es eine Telefontastatur ist, auf der 1. Ja. So. Und mit diesem Move zirkuliert dieser Eckstein nach dorthin, der Eckstein kommt hier hin und dieser Eckstein zirkuliert dahin. Du hast es geschafft. Das war's. Wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt, dann könnt ihr den Würfel lösen. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr stolz auf euch. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr eine Zeit nehmt. Versucht mal einfach von vorne bis hinten den Würfel alleine zu lösen, ohne nachzugucken. Und merkt euch eure erste Zeit. Ihr werdet sehen, nach vielleicht einem Monat Training oder so, seid ihr schon doppelt so schnell. Werdet stark, trainiert fleißig. Ich fordere euch heraus.